Marvin Dienst geht in Lauf 2 der ADAC GT4 Germany auf dem Nürburgring von der Pole ins Rennen. Hinter dem Mercedes starten Gabriele Piana und Fred Martin Dai. Alle kommen gut durch die ersten Ecken, an der Reihenfolge ändert sich nichts. Wenig später Cedric Pirot in der silbernen Ginetta gegen Joel Sturm. Beide drehen sich und Hendrik Still knallt Pirot ins Fahrzeug. Klare Sache, das Safety Car muss raus. Beim Restart versucht's Piana außenrum, doch Marvin Dienst macht die Lücke dicht und behält seine Führung. Das Duell um Platz 3. Nikolai Möller-Madsen auf Tuchfühlung mit Fred Martin Dai im McLaren. Aus dem Windschatten raus innen rein ins Schumacher S und auf dem dritten Platz geht's wieder raus für den Porsche. Und Martin Dai muss noch einen Platz abgeben. Lucas Andro Trefts zieht dank eines Überraschungsmanövers mit der Minimamba vorbei. Ein Dreher nach den Fahrerwechseln und zwar von den Spitzenreitern. Marcos Suabo verliert die Kontrolle über seinen Mercedes, womit die Führung futsch ist. Julian Apotillo, der Teamkollege von Trefts, ist jetzt ganz vorne. Michael Schrey im BMW und Jan Kasperlik im Porsche folgen. Dahinter der Fight um den fünften Platz. Phil Dörr im McLaren geht nach Startziel nach innen und damit vorbei an Jan Marschalkowski. Und auch Reinhard Kofler im KTM kassiert den BMW-Piloten eine Kurve später. Zurück in die Top 3. Der Angriff von Jan Kasperlik. Der Cayman will innen durch, kann sich aber nicht gegen Michael Schrey durchsetzen. Dann wird's chaotisch, weil plötzlich Regen einsetzt. Erst verliert Kasperlik beim Anbremsen die Kontrolle und Patricia Stalizane rauscht mit ihrem McLaren frontal in den Reifenstapel. Das Rennen wird abgebrochen. Triumph für Mercedes, Laufsieg für Apotillo und Trefts. Schrey und Piana werden Zweite, Kasperlik und Möller-Madsen auf 3.